Herzlich willkommen heute zu einem neuen Review und Praxistest mit dem CleanMax Akku Zyklonenstaubsauger. Präsentiert von Staubsaugertest24. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Review. Das Review und der Praxistest werde ich in drei Teilen präsentieren. In diesem ersten Teil werden wir nun erstmal die Daten und Fakten auf den Tisch legen und euch zeigen, was der CleanMax so alles für seinen Preis leisten kann. Fangen wir mit den Daten und Fakten an. Der CleanMax Akkustaubsauger wurde so konzipiert, dass man ihn entweder als normalen Handstaubsauger oder als Bodenstaubsauger verwenden kann. Besonders geschickt ist dies im Haushalt, da er viele Einsatzgebiete abdeckt. Dank seiner Akku-Zyklonentechnik ist der CleanMax besonders effizient und leistungsstark, vergleichbar mit dem Dyson V8. Er besitzt einen sehr leistungsfähigen 150 Watt starken Elektromotor. Nach dem anschließenden Saugdurchgang landet der Staub in einem 300 ml großen Auffangbehälter, welcher keinen Beutel benötigt. Dank dem 80 cm langen Aluminiumsteckrohr kann der CleanMax sehr gut als Bodenstaubsauger verwendet werden. Die sogenannte Power Rotation Bodendüse sorgt für eine noch bessere Aufnahme des Staubs auf dem Boden, dank einem eingebauten Elektromotor. Drei weitere Düsen runden das Komplettpaket ab und machen den CleanMax zu einem sehr vielfältig einsetzbaren Staubsauger. Mit einem Gewicht von rund 1,5 kg lässt sich dieser Staubsauger auch bequem mit einer Hand bedienen. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist ein Netzteil sowie eine Akkuladestation. Dank dem sehr effizienten Zyklonenantrieb schafft der CleanMax eine Laufzeit von bis zu 30 Minuten. Schauen wir uns nun mal den CleanMax Akkustaubsauger von der Nähe heraus an. Die eigentliche Saugeinheit ist sehr kompakt und lässt sich bequem mit einer Hand bedienen. Gestartet wird der Saugvorgang mit einem kleinen Knopf unterhalb des Griffs. Im weiteren Verlauf sehen wir, wie man den Akku problemlos aus der Saugeinheit entfernen kann. Er kann dann anschließend in die Ladestation gesteckt werden. Schauen wir uns nun mal die elektrische Bodendüse etwas näher an. Diese wird durch einen einfachen Mechanismus am Saugrohr eingerastet und kann problemlos entfernt werden. Des Weiteren verfügt die elektrische Bodendüse über zwei angebrachte Rollen rechts und links. Die integrierte Feder dient dazu, immer den Druck konstant auf dem Boden zu halten und so eine optimale Saugleistung zu gewährleisten. Schauen wir uns nun die beiliegenden Düsen etwas genauer an. Wir haben zum einen eine kleine Polsterdüse, die sich sehr gut für enge Zwischenräume eignet. Bei dem Auswechseln der Düsen ist darauf zu achten, dass das sogenannte Zwischenstück immer vorhanden ist. Denn dieses verbindet die Saugeinheit mit der jeweiligen Düse. Ihr tauscht nun die kleine Polsterdüse mit der größeren, längeren Polsterdüse aus. Dazu benötigen wir oben schon erwähnt das Zwischenstück, welches wir aus der kleinen Polsterdüse entfernen und in die große einstecken. Die längliche Polsterdüse eignet sich ideal für das Absaugen von Sofas oder größeren Flächen.
Ist der Saugvorgang beendet, kann man ganz bequem den Auffangbehälter leeren. Dazu wird der Sicherungsverschluss, der sich vorne an der Klappe befindet, gelöst. Anschließend kann man den Saugbehälter ganz einfach über den Mülleimer entleeren. Im Inneren befindet sich zusätzlich ein HEPA-Filter. Dieser nimmt auch die kleinsten Pollen und Staubkörner auf, was wahrscheinlich jeden Allergiker freuen wird. Auf der Oberseite des Griffs sehen wir die Akkuanzeige. Diese wird durch drei Balken angezeigt. Jedoch ist für uns die Akkuanzeige etwas ungenau. In unserem Praxistest konnten wir meist nicht genau bestimmen, wann der Akku nun endgültig leer ist. Wir sehen hier nochmal eine Nahaufnahme des Staubauffangbehälters. Man kann sehr gut erkennen, wie sich der Staub in diesem Auffangbehälter dreht. Es folgt ein erster kleiner Praxistest. In unserem Fall nehmen wir etwas Reis, schütten dies auf den Boden und versuchen anschließend die Reiskörner wieder aufzusaugen. Dieser kurze Test zeigt, wie leistungsfähig der CleanMax Akkustaubsauger ist. Die Reiskörner lassen sich problemlos aussaugen und befinden sich nun im Auffangbehälter wieder. Eine Nahaufnahme des Staubauffangbehälters zeigt, bis sich die Reiskörner unten angesammelt haben. Nun möchte ich euch noch kurz die bei mir im Set enthaltene Wandhalterung zeigen. Dank dieser lässt sich der CleanMax ganz einfach an der Wand aufhängen. Jedoch muss man sagen, dass in dieser Wandhalterung keine integrierte Ladestation vorhanden ist. Daher muss der Akku separat entnommen werden und in die jetzt dargestellte Ladestation wieder eingesetzt werden. Die Ladestation signalisiert mit zwei LEDs, einmal rot und einmal grün, den aktuellen Ladezustand. Aufgeladen ist der Akku, wenn die rote LED erlischt und nur noch die grüne besteht. Das war der erste Teil zu meinem Review zum CleanMax Akku-Zyklonstaubsauger. Falls ihr nun auch Interesse an diesem Akku-Staubsauger bekommen habt, dann könnt ihr diesen auf Amazon kaufen. Ich habe ihn unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich jetzt sehr über einen Daumen hoch von euch freuen. Weiter geht es dann in den zweiten Teil. Dort werde ich euch mal zeigen, wie sich der CleanMax im Praxistest bewährt, wie er Reis, Zitronenteepulver, Karo-Kaffee und echte Kaffeebohnen auf normalen Fliesen und auf dem Teppichboden aussaugt. Ich freue mich auf euch. Bis zum Teil 2.